Ich sag ja, wird noch lustig. Manni, ich hoffe, du hast es schön bequem und weich auf deinem Thron. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ohne Manni, was soll ich bloß machen ohne sie? Ihr Lächeln, ihre Stimme, ihre wunderschöne Stimme, die in meinen Ohren wie lieblicher Gesang klingt. Nur eine Strophe ihres herrlichen Gesangs und mein Herz blüht auf wie eine Lilie. Verdammt! Dann lass es doch obblühe. Obblühe wie eine Lilie, Sveneta. Genau, Sifix. Hier in diesem Halbdunkel völlig resignierten am Tisch zu kleben, völlig resigniert am Tisch zu kleben, sieht dir aber gar nicht ähnlich. Meine Rede und so. Ach, hört doch auf. Ihr habt doch keine Ahnung, wie dies in mir geradeaus, in mir drin gerade aussieht. Ah. Lang nicht mehr gesehen, was, Sveneta? Aber warum machst du ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter? Ist was? Hey Chef, nehme ich wieder in die Tantalus-Bande auf, okay? Dann ziehen wir wieder alle zusammen los und klauen einen Schatz nach dem anderen. Wie in alten Zeiten. Ein Schatz nach dem anderen? Weißt du, Sveneta, echte Schätze sind leider ziemlich rar in unserer Welt. Aber hat man erstmal einen wirklichen besonderen Schatz gefunden, dann sollte man auch alles daran setzen, mit sich zu holen. Das ist die Regel Nummer 1 hier bei Tantalus, aber wem sage ich das? Doch wer sich nicht dran halten kann, der hat bei uns leider nichts verloren. Was ich eigentlich sagen will, da du im Moment nicht in der Lage bist, eine Taube zu fangen, nicht in der Lage bist, eine Lilie zu pflücken, hast du nicht das Zeug dazu, wieder bei Tantalus zu sein. So einfach ist das. Chef? Du, Sveneta, wollen wir nicht Vanni besuchen gehen? Ja, haha, ich krampf mich hier durch irgendwelche Metaphern und der Kleine hier nennt die Dinge einfach so beim Namen, wie köstlich. Ja, der Kleine ist eben der Beste. Lass uns gehen, Sveneta. Na los. Ja, du hast recht. Dann wollen wir mal schnell ins Schloss und Vanni alles Gute wünschen, bevor sie Königin wird. Genau. Und dann ziehen wir wieder gemeinsam los. Und Moment mal, das ist doch eine Kneipe und so. Nee, 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 nee. Alter. Ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Okay, ich nehme noch etwas länger auf. Kein Problem. Ich kann es auch in 2 Parts machen oder so. Glatt vergessen. Was glatt vergessen? Ich wollte eigentlich noch was anderes aufnehmen. Oh, jetzt habe ich doch glatt vergessen, Sveneta diesen Brief zu übergeben. Ah, hab ihn sowieso irgendwo verloren. Das ist so ein Idiot. Aber egal. Was denn hier? Goblin-Karte, wie beim letzten Mal, da war es auch. Glaube ich. Du bist ein Schmied, oder? Nee, leider nicht. Hätte mich gefreut, wenn. Da will ich nicht nochmal rein. Aber ich hole mir vielleicht mal eine Waffe oder so noch eine neue. Was
So. Polaris kann ich nicht ausrüsten. Ahaha. Komm, nehme ich die, ist mir jetzt egal. Wünschelrute. Haben ja Flöte, haben wir, das weiß ich. Reichchen? Komm, haben wir. Haben wir, haben wir. Komm, ein Goldhelm. Brigandine? Und der... Ja, es müsste soweit alles stimmen. Allzweckweste weg. Jawohl, Ability Up, endlich! Hat er es auch. Wollte ich sowieso haben. Also den Part muss ich dann wahrscheinlich in zwei Parts unterteilen. Schade eigentlich. Seneta, dieser untreue Kerl, wenn er schon in Alexandria ist, könnte er hier ab und zu mal was von sich hören lassen. Oh, der Rotschopf. Ist was, mein Bester? Willst du etwa sagen, ich hätte vielleicht etwas am Mundwinkel oder so ähnlich? Ich habe kein Wort gesagt. Suchst du Streit? Ich suche nie Streit. Aber eine Aufforderung zum Tanz lehne ich natürlich nicht ab. Aber wenn du dich schönartig entschuldigst, dann will ich noch einmal ein Auge zudrücken. Wie lachhaft. Streitereien sind hier aufs Strengste verboten. Hört auf der Stelle auf. Hey, hey, ruhig Blut. Wenn das mal nicht Seneta ist, lange nicht gesehen, mein Lieber. Wir haben uns viel zu erzählen, aber erst habe ich noch etwas zu erledigen. Frau... Kennst du sie etwa? Na dann sei doch so gut und klär die Lebensmüde auf, dass ich der meistgesuchte Verbrecher des Kontinents bin. Nun mach mal halblang. Hier ist sicherlich nur eine Maus. Ihr ist sicherlich nur eine Maus über die Leber gelaufen. Sonst nichts weiter. Tut mir leid für den ganzen Ärger. Es sind zwei Freunde von mir, wisst ihr? Meint ihr, ihr könnt noch einmal Gnade vor Recht walten lassen? Ja? Nun gut, Prinzessin Garnet befahl uns, Herrn Tribal, Madame Crescent und auch Herrn Oronizia besonders zuvorkommend zu behandeln. Also, ich bin Tribal. Crescent ist wohl Freya da. Also, Tina. Und Oronizia ist halt der Rotschopf. Alucard. Manni hat so etwas befohlen? Ach so ist das. Nochmals Entschuldigung für die ganzen Umstände. Tina, nun zieh doch mal wieder ein freundliches Gesicht auf. Weißt du, was mich zurzeit wirklich aufregt? Du, mein Lieber! Jetzt, wo die mit dir gleichaltrige Vanni kurz davor steht, die Bürde eines ganzen Landes auf ihre Schultern zu nehmen, was tust du da eigentlich? Konntest du wenigstens etwas über die Herkunft Kujas herausfinden? Na los, sag doch was! Naja... Ein paar Nachforschungen habe ich schon angestellt, aber... Nimmst du das... Alles hier etwa nicht ernst? War es denn nicht Kujas Intrige aus dem Körper von
Vanni die Bestia mit Gewalt zu entreißen. Und war es nicht er, der diese Bestia dazu benutzte, um seine eigene Verbündete Brain umzubringen? Hast du denn wirklich keine Sorge, dass Vanni noch mehr zustoßen könnte? Doch, natürlich. Aber was kann ich schon tun? Es ist mir ja nicht mal mehr gestattet, mit der Person, die mir am meisten bedeutet, auch nur zu reden. Geschweige denn, sie zu beschützen. Jetzt, wo sie Königin wird, hat sie ja jede Menge Ritter, die auf sie aufpassen. Da ist kein Platz mehr für mich. Du, Zveneta? Vanni freut sich bestimmt, wenn sie dich wieder sieht. Ich bin mir ganz sicher. Daher sollten wir endlich zu ihr gehen. Gut. Aber wir bleiben nicht länger als nötig, klar? Zveneta? Glaube ja nicht. Du könntest vor mir abhauen. Egal, wo du hingehst, ich folge dir. Tu, was du nicht lassen kannst. Ist irgendwo so ein Pfeif drin. Boah, entweder das oder ich habe einen Tinnitus. Kann ich irgendwie neue Sachen, ja. Vollmond. Warte mal, hier gibt's doch auch noch irgendwo Vollmond. Der Saphir. Also kann ich die Partisane wieder wegstecken und die Polarlanze rausholen. Für den Schneedrachen. Barbuta. Nicht schlecht, nicht schlecht. Noch besser. Haben wir da auch noch was Neues? Oh ja, oh ja, oh ja. Perfekt. Und für ihn? Ach, Katzenkralle hat der ja schon. Chakra muss er erlernen, dann kann ich hier almosen. Ah, der hatte halt noch nichts fertig. Okay, gebongt. Können wir bei dir noch was anlegen oder so? Nö, der ist bedient. Okay. Wollt ihr zum Schloss? Natürlich wollen wir zum Schloss. Doofe Frage. Ich will aber auch nur zum Schloss, um den Speicherpunkt zu suchen. So. Nämlich der Speicherpunkt liegt im Schloss. Andere Spiele kann ich ja abbrechen, wie ich will. Sorry, dass ich das nicht gelesen habe. Ich dachte, ich könnte das lesen, wann ich wollte. Du! Behandelt man so etwa eine Dame oder was? Wenn du nicht sofort still bist, wanderst du in den Kerker. Du! Sorry, ich muss das so machen. Was ist hier los, Jutsu? Was, Veneta? Hör mal, doch mal. Dieser unverschämte Kerl da, der sagte doch glatt, Jutsu wäre lärmend und nervig und vorlaut und lärmend. Und überhaupt hat er nur gemeine Sachen zu mir gesagt. Wo waren da jetzt die gemeinen Sachen? Was? Du! Ich hasse Kinder. So, beruhige dich doch erstmal. Wie heißt du denn eigentlich, meine Liebste? Mein Liebes. Ich heiße Jutsu. Jutsu Karol aus Madainsari. Madainsari? Dieser Ort ist mir leider nicht bekannt.
kommst wohl nicht viel rum, was? Also pass auf, Madainsari ist... Hey, ihr da! Ja, traue ich meinen Augen, halten wir etwa seit neuestem hier den täglichen Nachmittagsplausch ab, oder wie? Das hier ist das Schloss. Etwas schon vergessen, ihr habt hier nichts verloren. Du, Onkel Alex? Oh, oh, Meister Snowy, welch Ehre und große Freude, euch seit längerem mal wieder antreffen zu dürfen. Wir sind eigentlich gekommen, um Vanni Hallo, mal Hallo zu sagen, aber... Der Prinzessin nun, ich verstehe. Euch kann ich einfach keinen Wunsch abschlagen, Meister Snowy. Warum auch, ne? Gut, wartet alle hier. Muss das sein? Sie warten. Prinzessin, bitte. Oh. Die haben sich richtig Mühe gegeben mit dem Spiel. Merkisch. Ihr seid ja alle gekommen, um mich zu sehen. Danke. Vanni, du siehst ja so hübsch aus. Wow, Vanni. Du siehst einfach ganz wunderschön aus. Für wahr, ein bezaubernder Anblick. Sveneta, willst du ihr nicht auch etwas sagen, mein Bester? Lass mich doch erstmal zu Wort kommen. Ich, passt schon. Prinzessin, seid ihr bereit? Ja, wir können gehen. Warte, Vanni. Sag mal, Vanni, sehen wir uns denn ab jetzt nicht mehr? Aber natürlich können wir uns noch sehen. Aber ich werde wohl nicht mehr mit euch frei und unbeschwert durch die Welt reisen können. Aber unser gemeinsames Abenteuer, unsere gemeinsame Reise werde ich niemals vergessen. Vanni, du warst immer eine würdige Rivalin. Rivalin? Hi, du sagst schon manchmal lustige Sachen. Ach, bevor ich es noch vergesse, das hier will ich dir unbedingt geben. Zum Beweis unserer geistigen Bindung als Esper soll jeder von uns zwei dieser vier Schatzkristalle bei sich tragen. Diese zwei sollen meine sein? Und diese zwei meine? Ach so, ja. Mach's gut, Jutsu. Das heißt, die kann jetzt zwei andere beschwören oder so. Keine Ahnung. Blick bei den Bestien eh nicht so durch. Sveneta, warum hast du Vanni denn gar nichts gesagt? Ich wollte ja, aber, das wären nicht meine Worte gewesen. Nichts davon wären meine wirklichen Worte gewesen. Ich hatte mir ein paar Dinge zurechtgelegt, die ich Vanni sagen wollte, wenn ich sie treffe, aber es wären alles nur Lügen gewesen. Nicht meine Worte, nicht was ich ihr wirklich sagen will. Halt die Ohren steif, Vanni, lass dich nicht unterkriegen. Wenn du mal Rat brauchst, ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Nichts als verdammte Lügen, nicht meine Worte. Nicht meine wirklichen Worte. Wie wär's mal mit... Speichern! Ich hätte es mir ja denken können, Sveneta hat nichts außer Vanni im Kopf. Hätte ich doch bloß nicht diesen Brief geschrieben. Aber Sveneta wirkte ja so einsam auf mich. Wenn Jutsu doch nur was für den armen Sveneta tun könnte. Ah, Sveneta, du Blödian, du Blödian, 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 Blödian!
Zeneta, du Dauerschlauchsteher. Aber da er in solchen Dingen ja nie was blickt, hat er die Gefühle von Jutsu bisher bestimmt noch gar nicht bemerkt. Ist vielleicht ein wenig gemein Zeneta gegenüber, aber es ist besser, wenn er Jutsu hier heute Abend nicht trifft. Ich verschwinde besser schnell von hier, bevor dieser Nichtsmerker noch aufkreuzt. Boah, ich dreh noch durch. Ah, da kommt wer? Vielleicht schon Zeneta. Oh weia. Ich muss mich schnell wo verstecken. Sieht aber nicht so aus, als wäre hier jemand und so blank. Ruhig Blut, wir sind nur ein bisschen zu früh dran. Das ist alles. Wir werden ja sehen und so. Aber sag mal, Blank, irgendeine Ahnung, von wem der Liebesbrief sein könnte und so. Also wirklich, Markus, hast du nicht gelesen, den Lappen? Bei der Ausdrucksweise, das kann nur eine piekfeine und bildhübsche Dame sein, Mann. Meinst du? Naja, du prahlst ja immer rum. In jedem Hafen eine Braut, aber mit einer Frau gesehen habe ich dich noch nie und so. Und überhaupt, der Brief ist dir ja auch nur von sonst wo oben auf dem Kopf gesegelt, als du dich im Schloss rumgeschlichen hast und so. Du rastest nicht, hä? Die Kleine schämt sich eben, mir den Wisch persönlich zu geben und hat halt auf diese Methode zurückgegriffen. Und überhaupt, was sollen eigentlich diese ganzen Zweifel an meiner überragenden Wirkung auf das weibliche Geschlecht? Also, ein Mann, der im großen Stile bei den Mädels landen will, der kommt natürlich nicht wie die Axt im Walde daher, sondern erstmal, Blank, ich glaube, da kommt wer und so. Hey Markus, lass die Leute gefälligst ausreden, Mann. Wir sollten uns verstecken und so. Ist gut, ist gut. Jetzt kommt da Alex. Von nun ab wird der Wachdienst verstärkt. Einfach zu viel Unbefugte hier in letzter Zeit. Ob Regen, Wind, Sonne oder Hagel, von nun an heißt es patrouillieren, bis die Füße abfallen. Rechts in Ordnung. Links in Ordnung. Nanu. Abfall? Hier? Nein, das ist kein Abfall. Scheint ja ein Brief zu sein. Was ist das? Was ist das? Der leuchtende Mond. Die Sterne am Firmament anrichten. Dann warte ich am Bootssteg mit glühendem Herzen auf dich. Was ist? Das ist nicht etwa ein Liebesbrief. Aber von wem? Und für wen? Da steht weder ein Absender noch der Empfänger dran. Nicht doch, hat vielleicht jemand, der die Route meiner nächtlichen Patrouille kennt, den Brief hierher gelegt, damit ich ihn finde? Aber der Mann, wer könnte mir denn... Oh! Alex? Beatrix? Ihr? Herzklopf. Ist das jetzt etwa, was die Erwachsenen Liebe nennen? Blank? Schnauze, Markus. Alex? Beatrix? Was machen die da? Was machen die denn da? Blank. Das hier macht mich alle, ich krieg gleich Nasenblut. Verdammtes Nervenbündel, stopf dir beide einen Daumen in den Riecher und sei endlich still. Hachi! Hachi! Chef? Schade, gerade jetzt, wo es spannend wurde. Einfach nur zu geil. Aus denen wäre vielleicht sogar ein Paar geworden. Das wäre ein süßes Paar.